Всем добрый день! У нас на канале Карт-Рецепт новый выпуск в рамках проекта Дахайн Дахом. И сегодня я в гостях в селе Побочино у Валентины Николаевны. И она на своем родном языке сейчас нам расскажет очень вкусное и как типично побочинское блюдо, да? Mm-hmm. Вам слово, Валентина Николаевна. Guten Tag, liebe Gäste und Zuschauer! Ich heiße Valentina Kaikova, Dubel. Ich bin hier in Pobočno geboren. Meine Großmutter, sie war in der Gruppe, die das Pobočno gegründet haben im Jahre 1906. Ich bin eine Deutschlehrerin. Mein Hobby ist, ich liebe das Haus, ich liebe verschiedene Bücher und ich liebe die deutsche Geschichte, die deutsche das самое. Und darum, mich interessiert alles, was dazu gehört. Ich bin schon 20 Jahre bin ich Leiter des Deutschzentrums und wir haben schon an die 15 Jahre das Hausmuseum, haben wir ein deutsches Hausmuseum in unserem Haus, haben wir das gemacht. Und jetzt ist das Museum in dem Club, wie man sagt. No? Ich habe das gesagt im Hochdeutsch und jetzt muss man auf der Muttersprache sprechen. So, wir wissen, na, wir wissen, früher im Sommer Wodkaflaschnit, Wodkaflaschnit. Darum haben die Leute, die Frauen, das Haupteste war das Essen, waren die Kartoffeln und das Mehl. Aus den Kartoffeln hat man vieles, vieles gemacht und aus dem Mehl hat man auch vieles gemacht. Und das waren viele Klos, zum Beispiel Kartoffelnklis, Petzklis, Ranse waren, Rombelsklis waren das, ja, verschiedene Klis, das war aus Mehl. Heute will ich Ihnen zeigen, oder wollen wir kochen, das Kartoffelnklis, das Essen, das war so ein Sommeressen, Wackerflasch, und das hat man jede Woche arm gekocht hat man das, ja. Das war so Essen, da hat man die Männer haben viel geschafft. Sie waren sehr, musste man viel essen. Und darum das Essen hat man sehr, den Durst gestillt hat man so. Kartoffelnklis, das ist kein Sonntagsessen. Das ist also ein Arbeitsbauernessen, ja. Mhm. So, nun, was kann man sagen? Wir sind fertig. Und wollen wir beginnen wahrscheinlich, ja? So, zu dem Kartoffelnklis brauchen wir so Kartoffeln. Die Kartoffeln, so, wir haben so halbe Kilo oder weniger Kartoffeln, ja? Sie sind schon geschnitten, ja? So kleine Stückchen. Ja, die sind geschnitten, ja. Und die muss man noch abkochen. Und das zu den Kartoffeln muss man jetzt noch Teig machen. Der Teig, der ist auch verschieden. Ja, aber nur zum Teig brauchen wir. Nun, wir brauchen Ei, brauchen wir. Ja. Mehlig, so halb groß, das reicht so. Ja. Klar, ein bisschen Wasser, so halb groß, наверное, so, ja. Bisschen Salz. Brauchen wir, ja, bisschen Salz. No. Mi? No. So Teelöffelchen, ja? Teelöffelchen, das reicht. So. Nur so 3 Esslöffel Öle. Tut man den, dass der Mehl sei, ja, dass der Teig nicht mehr, dass der Mehl wird, Mehl. So 3 Esslöffel. Nun, so hat meine Großmutter gekocht. Oder wie sagen wir, die Mutter. Wir sagen nicht Großmutter, wir sagen die Mutter. Die hat das immer gekocht. So. Ja. Nun ist das... Ja, das verriert man alles schön, ja. Und noch tut man das Mehl. Ну, das ist wahrscheinlich so klaus oder wenigmi, wie das ist, ja? Wo ist das Struggelklaus, aha? Bis mit dem Tag mache ich jetzt, kann die Kartoffeln abkochen?
Ja. So, du das hier alles schmieren, ja. Ist noch ein bisschen wenig Mehl. Klar, bis ich komme noch dazu, dass dann nicht so hot wird und nach nicht so Mehl, muss der Tag sein. Das da das zusammen. Noch klar, ein bisschen machen wir noch nicht. Und dann können wir das mit einer Hände aus. Machen schon das Tag. So, das reicht, ja. Das reicht jetzt. Mhm, wahrscheinlich. So. Hey, ist gut, kann man dazu machen, wie viel man will, ja? Und so wenig kann man noch dazu machen, das Mehl, bis das fertig ist, ja. Ну, wahrscheinlich ist das schon. Чуть-чуть вымесим на столе, да? Ja. Ну, und jetzt ist es fast fertig. Jetzt machen wir das, den Teig, legen wir auf den Tisch. Ну, ist auf dem Tisch, machen wir das fertig, den Teig, ja? So. Когда у вас в семье готовили блюда, вас привлекали готовки? Ну, wir haben unsere Arbeit. Die Kinder haben alle ihre Arbeit. Zum Beispiel, wir waren in dem Garten waren wir. Wir haben da vieles gemacht. Die Kartoffelklees, das steht mir für die Ahre. Die Mutter, die hat das als geschnitten, das Wasser hat gekocht und die hat das geschnitten in das Wasser gekocht. Eigentlich so was machen nicht. Ist ja passend. Da mischst du, eigentlich nicht. У вас какое любимое блюдо? Или, например, как воспоминание из детства? Крепель. Ja, Krepel. Und ich kenne, esse ich gern. Was da, das haben wir. Riebel kochen. Die Mutter hat so große Riebel hat sie drauf gemacht. Hat man es gestohlen. Ninka hat man es gestohlen. Der Riebel. Ja. Und noch hat die Mutter das Brot gepackt. Hat sie rausgezogen, ja, zum Beispiel. Ein Brot hat man alles gleich nicht geschnitten, so auf so Stücke gemacht. Und mit Honig, mit Mehlig. Und die Mutter sagt als immer, der Hunger ist der beste Koch. Wir haben immer, guten Appetit. Wir haben alles gegessen, was war. War nicht so viel. Auf die Weihnachten machen wir, oder was, das Bohnensuppe. Mit dem Säuflage. Oh, guck, es ist fast fertig. Der Tag, da ist fertig. Jetzt muss ein bisschen leihen. Minuten 15, dass der Mehl wird. Ja? Und noch kann man weiterkochen. Ja? Es kann ein bisschen leihen. Das Wasser kocht, ist gesalzt. Und jetzt tun wir die Kartoffeln rein. Leer. Die muss fertig kochen, muss ich sagen. Wenn die Kartoffeln nicht ganz gar sind, tut man die Klees nehmen. Nur, dass sie zusammen kochen. 15 Minuten уже прошло, да? Убираем so, der Tag ist Mehl. So. Wir müssen jetzt verschneiden, so drei kleine Würstchen, ja? Wie zu den... Ja. Ja, so. Macht man sich schön rund, so. Ja, so klein. So, nur jetzt kommt das so kleine Stückchen schneiden. So, ja. Der Stückchen, der muss ein klein bisschen klein sein. So. Die Kartoffeln sind fast fertig. Jetzt schneide mir die Klees nicht, ja? Muss man so akkurat, dass die nicht zusammen Papa, ja? Muss man hineinschneiden und rühren so, ja? Dass das nicht zusammen. So. So, das muss jetzt aufkochen. Nur Minuten 10. Das sind die 40, wenn sie gekocht wurden, ja? Wenn es nur gekocht wird.
Zum Schmelzen der Kartoffeln gleich brauchen wir frischer Speck. Da muss kleine, kleine Stückchen geschnitten werden. Abgebrochen und eine Zwiebel. Das reicht. Eine Zwiebel auch, wird auch geschnitten, so kleine Stückchen. Ja? So, der Speck, da ist fast Mehl. Kann man schön schneiden. Ja? Da wird dann schön abgebrochen. Und kann man auch mit Butter, kann man mit Sojafett, das heißt das Beste, hat man es gemacht. Frischer Speck. Man war. So, die Pan ist heiß. Mit uns den Speck nähen, dass das schön abgebrochen wird. Wenn der Speck fertig ist, tun wir noch die Zwiebeln nähen. Das ist auch fast fertig. Noch klar, bitte. Die Kartoffeln sind auch fertig. Wir machen das Feuer aus. Der Speck ist hellbraun, schön gebrochen. Jetzt tun wir die Zwiebel dazu, ja? Klar, das ist so. Dass der auch gebrochen sein so. Der Speck mit den Zwiebeln ist abgebrochen. Jetzt tun wir das Nähen in die Kartoffeln in Glas. So, tun wir das verrieren. Kann ein bisschen Brühe noch dazu machen. Und wer will, kann ein bisschen Rahm. Und wer nicht will, braucht man nicht. Dann kann man essen. Gleich prägieren wir das alles. Machen wir ein bisschen hin. Gleich. So, wir haben das alles schön verriert, ja. Und hier muss noch ein bisschen Brühe dazu gemacht, ja, dass das besser wird. Jo, noch ein bisschen, ha? So, noch ein bisschen. Noch mehr. So, es reicht jetzt, ja. Ja, es reicht. So, wir haben alles gemacht. Wir haben dazu Speck, Zwiebel, ein bisschen Brühe gemacht. Das ist ein bisschen, das nicht trocken sein, ja. Jetzt kann man essen. Wer will, kann noch ein bisschen Rahm dazu machen. Nicht hey, jeden in sein Tellerchen. Спасибо большое, Валентин. Guten Appetit. Danke. Спасибо большое, Валентин Николаевна, что поделились таким рецептом, простым, сытным, летним блюдом. Вот, будем пробовать. И вы, дорогие друзья, тоже заходите, знакомьтесь с новыми рецептами. До новых встреч. Пока-пока. Вот, и можно еще вот что-то, ага. Можно добавить зелень. Да, сейчас мы уже зелень добавляем. Раньше-то не было. Все равно добавляли тоже. Угу. Можно сейчас укропчик, лучок зеленый, петрушку там. В общем-то, по этому уже по вкусу. Угу.